Hallo, heute ist ein richtig schöner Tag für Bücher und ich habe euch einen ganzen Stapel mitgebracht. Ja, hier steht irgendwo Dauerwerbesendung. Ihr kennt das Prozedere. Wir müssen natürlich darauf hinweisen, dass wir euch hier Bücher vorstellen und die könntet ihr unter Umständen auch haben wollen. Sina und ich haben zusammen 20 Bücher gelesen. Ich finde, das ist gar nicht so ein schlechter Schnitt. Mir kam das gar nicht so viel vor. Ja, ich bin vor allen Dingen ziemlich geschockt, weil ich ja gar nicht, so gut wie gar nicht gelesen habe. Ich bin ja im Moment, ich konnte mich jetzt ganz lange, ganz, ganz schwer konzentrieren. Und heute geht es jetzt den ersten Tag wieder und deswegen, ich habe kein Buch aufgeschlagen. Darum hat Sina auch gleich heute schon angekündigt, heute Abend wird aber wieder gelesen. Ja, ich freue mich dann natürlich auch drüber. Ich benutze ja häufig die Morgenstunden zum Lesen. Aber ich finde 20 Bücher, das ist schon richtig gut. Was es noch Neues gibt, wir oder Sina hat jetzt rausgekriegt, man kann Videos halt auf Zeitschiene setzen. Das erspart ihr ganz viel Planung und wann laden wir was hoch und so weiter. Und das Schöne ist, das ist jetzt wirklich das richtig, richtig Schöne, dass ich mich nicht mehr darum kümmern muss. Ich kann in einer ruhigen Minute mich hinsetzen, kann das alles planen und dann habe ich nichts mehr damit zu tun. Sonst war das immer noch, hast du heute ein Video hochgeladen und ich, oh nee, jetzt habe ich aber auch keinen Bock mehr. Nein, oh, nein. Und Muss ich alles verlinken noch und so fertig weiter. machen, verlinken, hochladen? Nein, nein, nein. Und jetzt mache ich das in einer ruhigen Minute, alles fertig. Es geht schwuppdiwupp ins Netz und ich habe nichts mehr damit zu tun. Und ich bin so dankbar für diese Funktion. Ich hatte das mal vor Jahren ausprobiert und da hat das dann nicht in den Abo-Listen als neues Video angezeigt, sondern es war ganz so weit unten irgendwo in der Abo-Liste. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber jetzt haben sie das behoben. Und ich kann die Sachen timen und ich bin mega, mega glücklich deswegen. Das heißt, ihr kriegt jetzt immer dienstags und donnerstags auf jeden Fall eine Rezension. So ist das als eingestellt. Und ich habe bis April zumindest die Regalvideos getimt. Also das letzte Regalvideo geht irgendwann im April hoch. Und Dazu sagen wir auch gleich noch, ihr bekommt natürlich, versprochen ist versprochen, noch die ganzen Terry Pratchett-Bücher. Das nehmen wir dann noch auf. Und vielleicht, im Moment ist Sina noch nicht so angetan von dem Gedanken, aber vielleicht kriege ich sie dazu. Ich möchte euch nämlich eigentlich auch noch meine schönen Bücher zeigen. Das heißt, die Bildbände, die Pop-ups, die Bilderbücher, was sich halt so im Laufe der Zeit angesammelt hat. Ihr habt uns aber auch sehr gebeten, dass wir die Pratchett-Sachen euch zeigen, aber das werden wir auf jeden Fall tun. Also die Pratchett-Sachen, hey, unser Lieblingsautor natürlich, zeigen wir euch den gerne. Und Sam mittwochs und samstags versuchen wir ein längeres Video hochzuladen. Da und dazwischen gibt es auch mal ab und an ein Video, wenn zum Beispiel Rezensionsexemplare darunter sind, dass die schneller hochkommen. Vielleicht gibt es auch dann bald wieder einen Podcast. Kommt darauf an, wie gut ich mich konzentrieren kann. Aber wir werden sehen. So, Genau. ich werde jetzt anfangen mit einem Buch Stolz und Vorurteil und Zombies, Aufstieg der lebenden Toten. Ich zeige es euch mal, weil es als E-Book gelesen wurde vom Ma. Da seht ihr es. Die Rezension ist schon abgedreht Genau. und sie ist, ja, sie ist abgedreht und getimt. Und Ja. das, weil es ja die Rezension geben wird, werden wir hier nicht groß was über die Story sagen, aber. Genau. Aber es ist halt die Vorgeschichte zu der Geschichte, wie ihr sie alle kennt, mit Mr. Darcy, der in dem Buch natürlich noch nicht auftaucht. Dafür sind Zombies da. Dazu muss ich allerdings sagen, dass ich den zweiten Teil oder das, wo es ja auch um Mr. Darcy geht, angefangen habe zu lesen. Ich habe es abgebrochen. Ich werde euch jetzt auch verraten, warum, wenn ihr das Buch lesen wollt und ihr wollt nicht wissen, weswegen, dann vielleicht eine halbe Minute gerade mal vorspulen oder eine Aber Minute. bevor du das sagst, dass Ja. das Prequel, also die Vorgeschichte von Hogsmeade geschrieben oder Hogsmeade geschrieben, die mochtest du. Ja, die mochte ich total gerne. Also schaltet Ja. da ein, wenn ihr Regency-Romane, also alles um diese Regency-Zeit, also 1800, glaube ich, bis 1820 mögt. Und wenn ihr Zombies mögt oder Fantasy-Elemente und einen Twist nee, eine alte Story mit einem neuen Twist, dann guckt euch das an. Aber mit dem ursprünglichen Welterfolg, der ja auch verfilmt wurde, konnte mal weniger anfangen. Genau, also, und zwar, jetzt geht's los. Also Ohren zu oder gerade vorspulen. Sie kommt, also Lizzie ist ja eine Kriegerin und kämpft gegen die Zombies und sie kommt irgendwann zu der de Burg.
Das ist ja die Tante von Darcy. Und die kennt ihr ja sehr streng. Im Film war es ja dann mal Judi Dench. Sie ist jedenfalls auch eine Kriegerin und sehr bekannt dafür. Sie hat auch chinesische Kämpfer bei sich noch. Und diese Kämpfer sollen jetzt gegen Lizzie antreten auf Leben und Tod, was schon mal völlig hirnrissig ist, weil da draußen sind Jungs, die wollen ans Hirn. Also und Zombies. Genau, und da wäre es doch viel besser, man würde vielleicht zusammenhalten. Und ja, es ist dann also so, dass Lizzie die plättet und dem einen aus der Brust, Achtung, es wird eklig, aus der Brust das Herz rausreißt und in dieses Herz reinbeißt. Und da habe ich gedacht, das ist erstens nicht Lizzie, das würde die nicht tun. Und zweitens, es ist so sinnverfehlt. Jeder, der doch im Grunde genommen gegen die Zombies kämpfen könnte, ist wertvoll. Und da planieren die sich dann auch gegenseitig, das ist also völlig bescheuert. Im ersten Buch haben die auch noch wirklich Jagd auf die Zombies gemacht. Jetzt greifen sie sich die Zombies eigentlich nur noch, wenn sie angegriffen werden. Also ich halte das ganze Buch für ziemlich bescheuert. Das Einzige, was ich, das erste Buch ist vielleicht auch nicht hundertprozentig logisch, aber es ist nicht so, dass ich sage, da hat jetzt jemand seinen Kopf irgendwie völlig ausgeschaltet. Und mein Gott, nicht mal so kritisch zu hören. Ja, und vor das allen hat Dingen, sie aufgeregt, Leute, das hat sie aufgeregt. Ja, und vor allen Dingen die Charaktere so zu verfremden. Also, nein, tut mir leid. Also, und vor allen Dingen, ich sage euch jetzt noch was, und zwar ihre Freundin, die ja diesen kleinen widerlichen... Nein, das kannst du jetzt nicht sagen. Das ist zu sehr gespoilt. Okay, dann sage ich das jetzt nicht. Spoiler. Ist aber auch völlig unlogisch, zumindest, dass es keinem auffällt. Okay. Gut, so, kommen wir zu den etwas unblutigeren Themen wieder. So, dann kommen wir jetzt auch gerade noch zu einem anderen E-Book. Es waren insgesamt 3 E-Books. Das ist Jack Turner. Darüber habe ich euch ja schon einiges erzählt, weil ich ihn schon im Sommer 2019 gelesen habe. Auch den zweiten Teil schon. Und ich war so begeistert, dass Marda auch reinlesen sollte. Und die Rezension geht online. Genau, also das ist auch ein Buch, ein schönes Abenteuer, wenn ihr so etwas mögt. Ist ein Jugendbuch, Kinderbuch, irgendwo dazwischen. Ich fand das wirklich total toll gemacht. Und wenn euch auch ein bisschen diese Abenteuersachen fehlen, ist das mit Sicherheit eine gute Sache, da mal reinzugucken. Es ist ein schönes Familienbuch, ja. Und ich kann es euch nur empfehlen, wer Indiana Jones diese Sachen halt mag, also diese Abenteuergeschichten, davon wird halt wenig produziert, habt ihr hier einfach eigentlich ein ganz gutes Buch. Genau. So, wolltest du erst die E-Books... Nee, du jetzt erst. Okay, ich jetzt. Da. Wir hatten es nämlich schon mal abgedreht, nur... Ja. Da dann hat Emmy hier ihre Spielzeugkiste ausgeräumt und ja, und es ging irgendwie nicht so richtig, weil wir immer wieder rausgerissen wurden, weil Emmy in Spiellaune war. Jetzt hat sie sich ausgetobt und sich hier hingelegt und von daher ist das jetzt der zweite Versuch. So, dann habe ich euch mitgebracht von Jacques Berndorf Eifelblues. Und ich mag die Eifel ja total gerne. Ich bin da damals mal mit der Schulklasse gewesen in der Jugendherberge in Main. Und wir haben uns das Schloss Böresheim angeguckt und das hatte ich mich total verliebt. Wir waren dann, wie Sina klein war, waren wir nochmal da und wir haben uns dann auch Maria Lach angeguckt. Und ich finde, die Eifel ist einfach nur richtig, richtig schön. So, und von daher habe ich mir Eifelblues mitgenommen, aber das kam eigentlich so, dass wir vor dem Tauschregal gestanden haben. Eine Frau wollte Bücher in das Regal stellen. Es war alles so eng und ich hatte sie gefragt, ob ich ihr die abnehmen soll. Und dann drückte sie die mir in die Hand und ich habe gesagt, oh, Eifel und Krimi, das hört sich toll an. Und dann sagt sie, ja, dann gebe ich Ihnen die doch alle. Und dann habe ich eben so einen Stapel 13 oder 14 Bücher aus dieser Reihe gleich in die Hand gedrückt bekommen. Und ich muss sagen, ich habe den ersten wirklich sehr, sehr gerne gelesen. So, dann kommen wir jetzt... Aber er kriegt noch eine Rezension. Ja, aber die kommt irgendwann Ende Februar. Anfang April. Anfang März. Sina plant jetzt schon bis zum Ende des Jahres, vielleicht auch erst dann das Jahr. So, Leute, dann ein Buch, von dem man auch sehr begeistert war. Dafür müssen wir die Rezension gleich am besten noch abdrehen heute. Das ist Tochter des Windes von Frederica de... Keine Ahnung, Kesko, keine Ahnung. Ja, das Buch hatten wir tatsächlich mal gebunden. Ma hat gesagt, das werde ich eh nicht lesen. Ich habe es nicht so mit Japan, jetzt hat sie es mit Japan.
Nicht ja, wirklich, aber ein bisschen. Und jetzt bereut sie es, dass sie es weggegeben hat. Genau, da könnte ich mich ein wenig in den Allerwertesten beißen. Aber so ist das halt. Freut sich eben jemand anderes auch darüber. Mir hat das richtig gut gefallen. Ihr bekommt da, wie gesagt, auch eine Rezension zu. Es ist halt Japan. Es ist eine Liebesgeschichte. Und es ist auch ein bisschen magisch, ne? Es ist ein bisschen magisch, es wird auch sehr dramatisch dann irgendwann, aber ich fand das Buch alleine vom Setting und so weiter richtig toll. Ja, ja so. Dann sind wir mit den E-Books durch. Also wenn ihr euch für Japan interessiert, wenn ihr es mögt, wenn so eine leichte Magie mit drin ist in Büchern, dann solltet ihr vielleicht dann in die Rezi einschalten. Genau. Aber wie gesagt, auch das wird noch dauern. So, und dann kommen wir jetzt zu einer Bio von Margret Greiner. Es geht um die Grande Dame der Wiener Moderne, um Margaret Stoneborough Wittgenstein. Ja, und ich habe von den Wittgensteins, bevor ich dieses Buch in die Hand genommen habe, relativ wenig gewusst. Und darum hat mich das sehr, sehr interessiert. Ich mag ja auch Wien, ich mag diese ganze Kunstszene, die da damals war. Ich mag die Bilder von Gustav Klimt und überhaupt Jugendstil ja sehr, sehr gerne. Ja, und es ist eine sehr tragische Familie, aber die Rezension haben wir für euch schon abgedreht. Und die müsste und sogar schon im Netz sein. Es ist eine Biografie jedenfalls, die ein bisschen schwieriger geschrieben ist. Also ich will nicht sagen unbedingt schwieriger geschrieben, eigentlich ganz geläufig, also gut zu lesen, aber es sind eben halt wirklich Fremdwörter drin, die nicht unbedingt immer geläufig sind. Das ist ja eigentlich auch ganz gut, um den Horizont mal zu erweitern, aber wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt einfach mit Biografien so Bild machen oder Biografien anfangen, ja, oder so, könnte das abschreckend wirken. Ja, nichtsdestotrotz, es ist auch nicht ein Happy-Happy-Buch, das sei auch gesagt. Also die Familie Wittgenstein ist, so habe ich es jedenfalls empfunden, eine sehr tragische Familie, eine sehr schicksalsträchtige Familie. Es ist wirklich nicht so, dass ich sage, da tanzen alle Puppen. Also das war weniger. Sie sind wirklich schon sehr gebeutelt worden. Ma war danach auch nicht motiviert, sondern eher nachdenklich, Sinn des Lebens nochmal überdenken. Wie viel Sinn macht es wirklich überhaupt zu leben, so nach dem Motto. Also es ist schon nicht die heiterste Literatur, die ihr euch gut, aber wen wundert es? Ihr habt den Ersten Weltkrieg, ihr habt den Zweiten Weltkrieg, ihr habt eine Frau, die ins Exil gehen muss. Ihr habt einen schrecklichen Vater. Ihr habt einen schrecklichen Vater. Es geschehen Selbstmorde direkt in der Familie. Nicht jeder kommt aus dem Krieg gut wieder zurück. Einer Bruder ist ja sehr bekannt. Ludwig Wittgenstein ist ja ein bekannter Philosoph. Und alles nicht gerade glücklich. Und ihr Mann ist also auch jemand, den ich überhaupt nicht leiden konnte. So, gut. Aber ihr habt schon eine Rezension dazu abgedreht bekommen, was ich auch, das habe ich ganz vergessen zu zeigen. In der Rezension, dass da Bilder drin sind. Ja, das ist jetzt natürlich mal wieder. Ihr habt hier also auch zwischendurch immer Bilder da drin. Ich fand die Frau wirklich sehr interessant. Es ist halt eine sehr starke Person. Ihr kommt halt auch in Kontakt mit zum Beispiel Gustav Klimt oder auch Sigmund Freud. Ja, so auch eine Rezension, die schon online ist. Und das war ein Rezensionsexemplar, falls ich es vergessen habe zu sagen. Und hier sage ich es gleich, Rezensionsexemplar. Und jetzt geht es um was ganz anderes. Es geht um Hexerei. Von Mia Spalter, Witchcraft, das Hexenhandbuch für ein magisches Leben, Orakel, Kräutermagie, Schutzrituale und Halbsteine. Dazu hat Sina wahrscheinlich die Rezension dann schon hochgeladen, denke ich mal. Ja, müsste letzten Montag hochgegangen sein. Ja, Sina und ihre Zeitschiene. So wie die Wittgenstein Freitag hochgegangen ist. Und dieses Video müsstet ihr Samstag haben, ja. So, und ihr habt hier halt auch immer Illustrationen, die das Ganze ein bisschen auflockern. Okay, ich mag die Gesichter überhaupt nicht leiden. Aber ich finde, wenn so etwas mal gemacht wird, finde ich das immer sehr, sehr schön, wenn sich da Mühe gegeben wird. Ja, hier lernt ihr oder habt ihr halt einen guten Einstieg in das Hexenwissen. Mich interessiert das ja total. Kerzenmagie, Wahrsagen, Liebeszauber, Rituale, um die Wohnung zu reinigen und so weiter. Aber es ist halt eher ein Anfängerbuch als ein fortgeschrittener. Ganz genau. Wenn ihr euch aber dafür interessiert,
guckt in die Rezension. So, jetzt wird's pink, jetzt wird's kitschig, jetzt kommen wir zu Sina. Barbara Cartland, in deinen Armen will ich träumen. Sina, wo wir gerade die Bücher rausgelegt haben, habe ich gesagt, was ist das denn? Sina sagte so, und dann noch das Buch, in deinen Armen will ich träumen. Und ich habe es wirklich so gesagt, hä, was soll das denn sein? Sina, Barbara Cartland. Ich habe gesagt, tu nicht so angewidert, alleine ich, wegen dem Titel. Ich nicht angewidert. Da seht ihr die gute Dame, was das sein pink. Sollte. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe jetzt diese Woche vorm Tauschregal gestanden und habe gesehen, nur Barbara Cartland, und habe gedacht, oh ja, nimmst du auch mit. Und es war wieder der gleiche. Ja. Nur in einer anderen Verpackung. Und Barbara Cartland, falls ihr sie so nicht kennt, war ja dafür legendär, dass sie sehr viel Pink getragen hat. Sie lag dann ja auch in den letzten Jahren immer schön auf ihrem Sofa. Sie hatte mehrere Sekretärinnen, die für sie die Bücher geschrieben haben. Und sie war, glaube ich, die Stiefgroßmutter von Lady Diana. Ja, also sie war, außerdem hat sie ein Buch nach dem nächsten rausgekloppt. Also das ist unglaublich, wie viel die Frau geschrieben hat oder diktiert hat, wie auch immer man es sagen will. So, das war jetzt mein erster Barbara Cartland. Und ich muss sagen, ich habe mich prächtig amüsiert. Ich muss sagen, ich habe aber auch nicht viel hinterfragt. Ich habe das mittags beim Essen gelesen. Ja, auch ich habe mal gelesen, wenn es sehr nicht irgendwie beide Hände erfordert, das Essen kann ich tatsächlich auch ein bisschen lesen. Und es hat... Sina spricht von flüssiger Nahrung. Nein, ich spreche von sowas... Ja, von Messergabel, ne? Ja, wenn man nicht Messer und Gabel gebrauchen muss, sondern es sich einfach so in den Mund stopfen kann, zum Beispiel, kann ich lesen. Und das habe ich gelesen dabei. Es ist wirklich, es entführt auch wieder in die Regency. England ist gerade im Krieg mit Napoleon und da ist diese junge Dame, die halt als Gesellschafterin eines alten Biestes halt fungiert, die mal irgendwann die mega Grande Dame war, die Zugang zu den besten Kreisen hat. Und sie ist halt eigentlich keine richtige Gesellschafterin. Sie ist eigentlich auch von der oberen Schicht, aber sie hat eine Stiefmutter, die sie jetzt am liebsten irgendwo bei einer ganz frommen Verwandten untergebracht wissen will, weil sie ist einfach zu hübsch und die Stiefmutter kann nicht richtig erscheinen in ihrer Gegenwart. Und deswegen soll die Kleine weg. Und bevor ihre Stiefmutter sagt, so, du kommst jetzt zur frommen Verwandtschaft, bewirbt sie sich um den Job einer Gesellschafterin. So, und dann kommt es natürlich, dass sie sich verliebt und so weiter. Es ist halt ein richtig klassischer Liebesroman. Ich habe zwischenzeitlich das Buch mit dem Buch aufs Kissen geschlagen, weil ich es einfach so drollig fand, wie die Sachen formuliert waren. Und ich musste einfach meiner Freude über diese Formulierung irgendwie körperlich Ausdruck verleihen. Ja, und ich habe so gekichert dabei, einfach weil es teilweise so schweinedämlich ist. Und ich habe richtig meinen Spaß gehabt. Also habe ich gern gelesen. Aber was ich richtig toll finde, ich habe mir gerade mal, ich finde das Cover so sehr, sehr schön, aber nur was ich falsch toll gesetzt. Finde, schaut euch das mal an. Die Damen sind alle sehr stark geschminkt, das gab es in der Regency schon mal nicht. Und sie haben alle leicht geöffnete Lippen, hingebungsvoll. Ich finde das richtig toll. Das zu der historischen Richtigkeit. Also ich werde auf jeden Fall weiter Barbara Cartland lesen, weil das geht nicht immer. Aber wenn ich mich mal richtig amüsieren will und einfach eine gute Zeit haben will, geht jetzt Barbara Cartland bei mir. So, ich habe dann gelesen Will Mowgli's Geisteragentur Unheimlichkeiten aller Art. Ja, ich kann es nicht lassen. Zwischendurch muss es einfach mal so ein Buch sein. Also ein Kinderbuch, sagen wir es, nennen wir es beim Namen. Ich war allerdings, ich hatte gedacht, da wären auch mehr Illustrationen drin, sind sie aber nicht. Und ich fand es nicht besonders toll. Also ich kann jetzt nicht sagen, oh, das solltet ihr gelesen haben oder das ist wirklich was für kleine Geisterfreunde oder so. Das war mehr oder weniger nichts Besonderes. Also es tut mir wirklich leid. Ich weiß auch nicht wirklich, was ich mit dem Buch anfangen soll. Vielleicht wäre es besser gewesen. Ich denke mal, dass es eine Reihe ist, dass gleich das zweite Buch da mit drin gewesen wäre, weil es war im Grunde genommen doch alles sehr Einführung und... Wie gesagt, mich konnte es leider nicht umhauen. Also dazu werdet ihr auch keine Besprechung bekommen. Nein. Also sag mal, worum es geht.
Es geht halt um Will Mowgli. Er hat halt eine Geisteragentur geerbt und er hat einen Freund, den er meiner Meinung nach auch ein bisschen schikaniert. Irgendwo in New York oder ein bisschen außerhalb davon wird ein Hotel eröffnet und dafür sucht man als besondere Attraktion halt Geister. Und er hat halt einen sehr starken Konkurrenten und den versucht er jetzt auszuschalten. Und es geht halt darum, wer kann mit seinen Geistern besser umgehen. Also wie gesagt, ich wusste auch nicht so ganz, was das soll. Die Idee fand ich gut, also von auch dieses, dass man Geister halt auch vielleicht vermieten kann, das fand ich eigentlich ganz witzig, aber ich mochte es nicht besonders. Tut mir wirklich leid. Es war jetzt nicht so schlecht, dass ich gesagt hätte, okay, ich breche das ab, aber ich fand es auch nicht so gut, dass ich jetzt ruhigen Gewissen sagen könnte, das solltet ihr lesen. So, gut, sind wir dabei. So, ein Buch, das mir wirklich gut gefallen hat, Sarah Archer, sie baut sich Mr. Right einfach selbst, The Plus One. Dazu haben wir die Rezension vielleicht schon im Netz. Das ist schon längst online. Ist schon längst online. Was rede ich dann hier? Hier geht es jedenfalls um jemanden, der sich seinen Traummann selber baut. Einen Androiden, einen Roboter, der absolut menschlich aussieht und auch so agieren kann. Fand ich eine richtig witzige Idee. Wird garantiert auch irgendwann nicht mehr Science Fiction sein, sondern die normale Realität. Und ich fand das wirklich gut. Hat mir Spaß gemacht. So, jetzt kommen wir, und ja, Sina sagt euch immer bei ihren Büchern ein bisschen länger, worum es geht, weil sie ja keine Rezension abdreht im Moment. So, und dann kommen wir zu Julia, reich und schön. Skandalöse Affäre mit dem Milliardär von Angela Bissell. Okay. Ich zeige euch dieses hübsche Cover hier schon mal. Ich muss gerade noch die, okay, gut, das werde ich ja wohl noch bei Goodreads zum Beispiel sehen können, wie das Ding wirklich heißt. Also, okay, das ist ein Julia-Roman. Halt es doch noch weiter hoch. Oder behalte es doch noch halt in der Hand. Halt es hoch. Halt es doch noch okay, so lange in der Hand, wo es auch darum okay, geht. Okay, geht das so? Ja, so gut, dann kann ich noch einen Schluck Kaffee trinken. Also, es ist ein Buch, das von mir nur 3 Sterne, was heißt Buch? Es ist ein Heft, das von mir nur 3 Sterne bekommen hat. Gleich 2 so schlecht abgeschnittene Bücher hintereinander, das hatten wir auch noch nicht. Nein, also das fand ich jetzt wirklich nicht gut, weil es hätte 300 Seiten mehr haben müssen. Also das ist jetzt wirklich etwas, ich hätte mich auch gefreut, wenn es 300 Seiten mehr gehabt hätte. Hätte ich mich wirklich, weil die Grundgeschichte mochte ich. Ich mochte auch die, okay, die Charaktere sind ziemlich stereotyp, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich mochte es. Ich mochte es so vom der allgemeinen Handlung. Aber dadurch, dass die da so durchgefegt sind, so durchgezischt sind durch die ganze Handlung, habe ich irgendwie gedacht, bitte, Leute, hier mal 50 Seiten, da mal 100 Seiten mehr, ein bisschen mehr Atmosphäre rein. Das hätte ein richtig gutes Buch für mich sein können. Das ist natürlich enttäuschend. Aber was erwarte ich von einem Heftroman? Manchmal bin ich froh, dass diese Hefte durch sind. Und da hätte ich echt noch gesagt, gute Grundstory, bitte ein bisschen mehr drin. Also, es ist eine klassische Liebesgeschichte. Es geht um eine Frau, klar, die aus Australien kommt und nach Spanien, nach Barcelona fährt, also Katalonien, und dann dort einen wunderbaren Typen aufsucht, dem sie sagt, ich bin die Stieftochter deiner Mutter. Er wurde adoptiert und die Mutter ist jetzt von ihm gestorben, hat einen Brief für ihn hinterlassen und sie als Stieftochter macht sich auf den Weg nach Barcelona, um ihn aufzusuchen und um ihm diesen Brief zu übergeben. Und ihr könnt euch denken, der Typ ist stinkestankereich und klar ist sie die Stieftochter. Ja, damit. Sonst hätte das ja alles nicht funktioniert. Genau, damit da so ein paar Funken fliegen können. Also nicht viel Spannung oder sonstiges drin. Es ist aber einfach. Ich habe es gerne gelesen und ich finde es schade, dass es so wenig Seiten hatte. Dadurch habe ich es dann weniger gerne gelesen, wenn das jetzt Sinn macht. Ich denke, es macht Sinn. Es macht Sinn für mich. Gut, so, und dann kommen wir zu diesem Buch. Da gibt es reichlich Seiten. Ich weiß nicht, ich habe jetzt 3 oder 4
von diesen Romanen gelesen. Das sind ja auch diese Heftromane, John Sinclair, und das sind 8 spannende Geschichten. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich. Ich werde euch einfach nur den Autoren verlinken. Ich glaube, verlinken. Dr. Tod habe ich 1, 2, 3 habe ich gelesen. Die Bruderschaft des Satans ist das nächste, und dann kommt der See des Schreckens und in Satans Diensten und Hochzeit der Vampire. Es wird noch richtig spannend für mich. Ich mag die wirklich gerne. Ich mag vor allen Dingen die teilweise schon veraltete Sprache. Junge Frauen sind Girls, das Girl kommt und so weiter. Die Männer sind halt noch tatkräftig Gentlemen, und irgendwie, es ist halt sehr nostalgisch. Ich denke mal, es spielt so in den 50ern, nehme ich mal an. Man hat mir immer mal so einzelne Sätze vorgelesen, genauso wie bei Barbara Cartland, freuen wir uns halt einfach auch zwischenzeitlich, wie quiekendoof das ist. Also ja, so doofe Sachen wie zum Beispiel, wenn einer mit einem Morgenstern auf mich zugeht und wirklich auf meinen Kopf zielt und sowieso schon mal versucht hat, mich damit irgendwie zu erwischen, dann holt er aus, und das geht kurz vor den, also er kann gerade sich noch ducken, und dann sagt er, jetzt wusste er, dass er ernst meint. Also das hat er auch vorher schon gewusst. Also es ist dann manchmal wirklich klottenblöde. Aber ich mag das total gern. Ich habe meinen Spaß daran. So dunkel es auch sein mag. So, jetzt kommen wir nochmal zu einem Rezensionsexemplar. Andreas T. Sturm, das Shakespeare-Prinzip, 13 Wege zum Erfolg, aus William Shakespeares Werk und Leben. Und dazu habt ihr schon eine Rezi oben. Ganz klar, es geht in Richtung Motivation. Es sind halt Strategien, wie man besser als Redner wird, wie man, ja, also sein Leben besser gestalten kann und Karriere natürlich auch machen kann. Und von daher, ihr habt das, ihr seht, es ist locker aufgemacht. Ihr habt hier auch immer mal wieder halt auch nochmal Illustrationen drin. Aber wir haben schon ganz oft euch das jetzt gezeigt, dass dazu habt ihr die Rezension online, wenn ihr euch dafür interessiert. Ein Buch, das ich total gerne gelesen habe, obwohl ich da vorher nichts mit anfangen konnte, Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis, muss ich eigentlich wenig zu sagen. Das Buch hat ja Kultstatus, ist ein Sci-Fi-Roman. Ich fand es sehr, sehr interessant, ich fand es lustig, völlig Baller eigentlich, aber doch intelligent dabei. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber dazu gibt es auch eine Rezension. Wie gesagt, der Zeitmeister sitzt hinter der Kamera. Wenn ich weiß nicht. Ihr Humor mögt, ja, und wenn ihr Sci-Fi euch rantasten wollt oder ihr habt den Film gesehen, dann guckt euch vielleicht auch mal das Buch an. Es ist ziemlich süß. Es hat einen depressiven Roboter, den wir alle lieben, alleine weil Alan Rickman ihm im Film gesprochen hat, Marvin. Und es hat hyper fröhliche Türen zum Beispiel, die sehr froh sind, wenn sie sich öffnen dürfen. Das Marvin sehr deprimiert. Und es wurde zu einer Zeit geschrieben, in der es noch keine Geräte gab, die wirklich mit einem gesprochen haben, so wie Siri, Alexa und Co. Ja, und was ist, wenn so ein Gerät dann vielleicht mal depressiv programmiert wurde oder hyper fröhlich? Das sind halt auch so alles so kleine Sachen, die mich daran erfreut haben, weil ich habe es schon 2-mal gelesen und ja, jetzt hat es mal gelesen. Und ja, es ist eine Reihe, das sei auch gesagt, das ist der Auftaktband, aber die anderen Bände haben wir nicht gelesen und es geht jetzt. Aber vielleicht laufen uns die ja nochmal über den Weg. Ja, also es ist ein Kultbuch, also wenn ihr Kultbücher, aber es ist Humor, das heißt Humor ist immer schwierig, aber wenn ihr auch gerne mal zu lustigen Büchern greift, wenn ihr Kultbücher euch angucken wollt, weil ihr einfach meint, okay, ich will die Allgemeinbildung haben oder was auch immer, dann guckt euch die Rezension mal an, vielleicht ist es ja was für euch. Und ich weiß nicht ganz genau, wann sie online geht, irgendwann jetzt im Februar, glaube ich. So, dann kommen wir zu diesem Buch, über das haben wir jetzt auch schon sehr häufig gesprochen. Da ist die Rezension schon online, das weiß ich. Aber das heißt da anders, genau, in der Rezension, weil es so nicht mehr erhältlich ist. Ja. Nicht mehr mit dem Cover und nicht mehr unter dem Titel. Also in 72 Tagen um die Welt, Matthew Goodman, daran könnt ihr euch noch orientieren. Es ist halt dieses Wettrennen um die Welt in 75 Tagen wollten sie es schaffen. Ich weiß jetzt, wie viel sie gebraucht haben. Das sage ich euch jetzt natürlich nicht so gemein. Steht das nicht vorne drauf? Stimmt. Das ist ja wie klottendoof. Ich bin. Tut mir leid. Das kommt davon, wenn man besonders verschwiegen sein will. Da haut man sich selbst mal gerade in die Pfanne. Super, ein Eigentor, Marke Ilona. Prima.
wollte ich es noch ein bisschen spannend machen. Also gut, in 72 Tagen sitze ich um die Welt. Nichts mit Spannung. Jetzt ist es auch egal. Jetzt haben wir die Katze aus dem Sack gelassen, weil sie ja auch schon vorne groß steht. Ist das wieder unangenehm und peinlich. Ja, aber egal. Jedenfalls mochte ich... Im neuen Titel heißt es einfach nur die schnellsten Frauen der Welt. Irgendwie sowas in der Richtung. Also jedenfalls, wenn ihr euch für Geschichte interessiert, dafür, wie sich das Bild der Frau auch im Laufe der Zeit geändert hat und ihr Spaß an so einem Rennen habt, dann seid ihr hier absolut richtig. Und vor allen Dingen, wenn es um Frauen im Journalismus geht. Ja. Also das sind ja zwei Journalistinnen gewesen, die das gemacht haben. Und es spielt im viktorianischen Zeitalter in Amerika. Und dann um die Welt halt, ne? Genau, Und dann um die Welt. Und sie hat sogar Jules Verne getroffen. Also, wenn du Trump fragen würdest, der hätte vielleicht auch gesagt, ganz Amerika ist die Welt. Also dann wären wir da nicht drüber weggekommen. Na, Amerika hat durchaus Feinde, auch in seinen Vorstellungen. Ja, ja. Ja, es ist nicht alles Amerika. Wäre schön, wenn, aber... Aber egal, wir wollen jetzt auch gar nicht politisch werden. Es ist jedenfalls ein richtig schönes Buch. Ganz viel mit Reise, ganz viel, wie war das damals mit dem Zug zu reisen oder mit dem Schiff? Was hat sich da alles verändert? Ich fand das absolut spannend. So, dann kommen wir zu Fear Street, Racheengel, du sollst mich fürchten. Ja, R.L. Stein, R.A.L. Stein, mein Gott, ich hau es jedes Mal. R.L. Stein ist ja ein sehr, sehr bekannter Autor. Viele Leute sammeln seine Bücher. Er hat Gänsehautbücher geschrieben, die sind für Kinder und werden natürlich auch von Erwachsenen gesammelt, gerade die Leute, die das als Kinder gehabt haben. Viele von euch sammeln sie ja auch. Schreiben uns, wenn ihr sie irgendwo seht, dass ihr sie euch greift. Ich glaube, sie werden im Moment auch nicht verlegt. Und da Fear Street ist die Thriller-Variante, meistens ohne übernatürlichen Twist, für Jugendliche halt. Und ich mag es. Ich bin ja sonst nicht so der Thriller-Fan, ihr wisst es, aber irgendwie mag ich die Bücher von ihm. Das habe ich mir an einem Abend reingezischt, das Buch gerade mal. Ich weiß nicht, ich bin langsam Leser, ich glaube 3-4 Stunden. Und hatte wirklich mein Vergnügen daran. Es geht halt um ein Mädchen, das sehr, sehr beliebt ist. Was heißt beliebt? Also sagen wir es mal so, der Typ Cheerleader in den Filmen. Ein Mädchen halt reich, hochnäsig, biestig, so in dem Sinne. Und sie wird mehr oder minder bedroht und bekommt Päckchen. Und es fallen sehr viele Leute. Sehr viele Leute könnten ihr ans Leben wollen oder sie ärgern wollen oder ihr Angst machen wollen, weil sie halt einfach so eine fürchterliche Person ist. Und ich finde es mal interessant, dass eine fürchterliche Person halt wirklich unter Druck gesetzt wird und es sich so viele Leute halt als Tatverdächtige... Es ist kein Krimi, also ne, nicht, dass sie jetzt als Leiche am Anfang ist und man sucht Tatverdächtige, aber es kommen viele Leute in Frage und das Ganze spielt rund um die Weihnachtszeit. Also würde sich auch eignen, für den Dezember zu lesen. Ich weiß nicht, welcher Teil der Reihe es ist, aber die Reihe kann man unabhängig voneinander lesen. Also sie bauen nicht aufeinander auf. So, dann habe ich hier Bruder Tai und Christopher Buckley und John Tierney haben geschrieben, Gott ist mein Broker. Wie ein einzelner Mönch sein Kloster rettete und die 7,5 Gesetze des geistigen und finanziellen Wachstums entdeckte. So sieht das Schätzchen aus, hat jetzt aber, glaube ich, auch ein ganz anderes Cover bekommen. Es hatte mehrere Cover, also ich lade es aber hoch mit einem anderen Cover. Also das ist halt die Geschichte von einem Mann, der Broker war, der angefangen hat, auch ein bisschen zu picheln, der da keinen großen Sinn mehr drin hatte und jetzt in einem Kloster lebt und... Andere Seite. Andere Seite halten. So? Ja, so geht's auch. Oder so. So, das ist kein Schatten. Es ist auch egal. Die Rezension könnte schon online sein, ich weiß es nicht. Es ist Satire. Also das sollte man wissen, dass es Satire ist. Also alle Leute, die auch so ein bisschen...
den humorvollen Blick auf so ein Kloster und auf Motivationstrainer und um sich Geld zu bestellen beim Universum oder so. Ganz genau. Das sind alles so die Themen, um die das Ganze kreist. Die könnten sich also unter Umständen ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen, wenn sie das Buch lesen. Mich hat es sehr amüsiert, hat mir wirklich Spaß gemacht, das zu lesen. Aber wie gesagt, da habt ihr ja eine Rezension online, falls euch das interessieren sollte. Oder sie kommt in den nächsten Tag. Genau, so jetzt kommen wir zu einem Buch, da gibt es keine Rezension zu. Bibi Blocksberg, die kleine Hexe im Tal der wilden Hexe mit Glitzer auf dem Cover. Oh. Ja, ich habe es gelesen, weil es schon so, so lange bei uns auf dem Sub liegt und ich habe jetzt gedacht, ach komm, lies es jetzt einfach weg. Und ich habe es gelesen, ich habe es stellenweise sehr schnell gelesen, also so ein bisschen mit drüber geguckt und so weiter. Ich war ja als Kind ein großer Bibi Blocksberg-Fan. Ich mag Bibi immer noch und vielleicht bereue ich auch ein wenig, dass wir das Bibi und Tina T-Shirt auf dem Flohmarkt haben hängen lassen. Das ist immer Sina. Also wenn ihr mit Sina irgendwann mal in den Genuss kommen solltet, auf den Flohmarkt zu gehen oder irgendwo einkaufen zu gehen und sie sieht irgendwas und sie ist sich nicht ganz sicher, lässt sie es Nummer sicher halber sein, das zu kaufen. Und dann kann es sein, dass ihr zu Hause seid und dass sie dann anfängt. Oh, das geht mir gar nicht aus dem Kopf. Oh, hätte ich es mal doch mitgenommen. Und dann muss man entweder nochmal los. Aber im Falle von Bibi und Tina war das leider zu spät. Ja, aber ich war auch nicht wirklich begeistert von dem T-Shirt. Aber ich habe immer gerne Bibi und Tina noch lieber als Bibi Blocksberg gehört. Naja, jedenfalls. Das Buch ist so ganz gut. Es geht halt um... Oh Gott, worum ging es? Es geht um Oma Grete. Ja. Und den Tal. Aber ich weiß, dass Barbara, also ihre Mutter, mit dem Vater irgendwo ins Meer fährt und dass Bibi halt alleine zu Hause bleibt und oder nee, mit zu ihrer Oma oder so. Ja, zu ihrer Oma. Und es sind Bilder drin, ja. Und dort, sie erzählt den Kiddies vom Tal der wilden Hexen, da wollen sie dann auch hin und zeitgleich ist da halt eine böse Hexe, die eine Sache heraufbeschwören will, die sehr viel Schaden anrichten kann. Und ja, dann Spannung und so weiter, wenn ich euch mehr erzähle. Ganz viel Hex, Kartoffelbrei, Carla Kolumna und wie sie alle heißen, sind natürlich wahrscheinlich auch dabei. Ja, und Hexenprüfung und so weiter. Ja. Wir haben sogar den echten Bibi Blocksberg Hexenbesen, der Geräusche machen kann. Der ist leider zu klein für unsere Person. Also wir können mit Kartoffelbrei nicht fliegen. Nein, zu schwer. Zu klein. Also wir zu schwer, der Besen zu klein. Ja, der Besen ist auch vielleicht nur 60, 70 Zentimeter. Aber er macht Geräusche. Es ist irgendwie so ein Spiel. So, dann haben wir hier Susanne Balzer, die kleine Brauerei der Liebe. Das habe ich euch auch schon vorgestellt. War ein Rezensionsexemplar. Habt ihr auch eine Rezension schon online oder eine Buchvorstellung? Ich nenne es sehr viel lieber Buchvorstellung. Ja. Ich mochte das Buch total gerne, weil es halt mal nicht um Kaffee und Bistro und die üblichen Verdächtigen geht, sondern mal um eine Brauerei. Ich trinke ja auch ganz gerne mal ein Bier und von daher fand ich das ganz gut. Es ist eben mehr die Pub-Atmosphäre als die Bistro- oder Kaffee-Atmosphäre. Ich mochte es auch, weil da eben auch gezeigt wird, dass eine Frau es manchmal ein bisschen schwerer hat, sich in einem Männerberuf auch durchzusetzen. Ja, ja, es ist aber da findet ihr die Rezension. Genau, es ist jedenfalls online und wenn ihr Liebesromane mögt, die jetzt mal nicht in dem typischen Kaffee und so weiter spielen, dann guckt vielleicht mal in die Rezension rein oder in das Buch gleich so. Okay, so, das war's von uns. Dieser Monat war... Ja, ich bin zufrieden. Hat sich gelohnt für uns und ich hoffe für euch auch. Bis zum nächsten Video. Bis dann.